Ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass wir haben ja spontan uns entschieden, auch noch eine Veranstaltung zu den Erlebnissen zu machen, die ich jetzt vergangenes Wochenende hatte. Und es war mehr eine spontane Entscheidung. Und ich freue mich, dass jetzt doch viele gekommen sind, um sich zu informieren, was im Moment in der Türkei passiert. Das ist natürlich ein Ausschnitt. Ich war vergangenes Wochenende 3 Tage in Istanbul und es kam eigentlich so zustande, dass wir uns ja auch von der Linken solidarisch erklärt haben mit der Bewegung in der Türkei, mit den Aktivisten, Aktivistinnen aus dem Gezi Park und vom Taksimplatz. Sie und ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass es ja schon vor 10 Tagen oder 14 Tagen einen brutalen Polizeieinsatz gab gegen die Aktivistinnen, vor allem da auch auf dem Taksimplatz konzentriert. Und natürlich war es wichtig für die Aktivisten auch Solidarität konkret zu organisieren. Wir haben das über Pressemitteilungen hier gemacht und Veröffentlichungen, aber wir haben uns dann gedacht, nee, es ist auch wichtig, vor Ort zu gehen, hinzufahren, mit den Leuten zu sprechen. Und es gab die Einladung einer internationalen Delegation, wir waren ungefähr 25 bis 30 Leute insgesamt aus England, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Frankreich. Da waren Leute, waren viele Gewerkschafter dabei vor allem. Dann waren hier von den Bewegungen ATTAC zum Beispiel Leute dabei. Von der Verdi-Jugend habe ich auch jemand in dem Park dann getroffen, die war aber unabhängig von der Delegation dabei. Also es war eine große Gruppe, die auch ein bisschen unterschiedliches Programm hatte, aber Ziel war einmal, sich über die Bewegung rund um den Park ein Bild zu machen und aber natürlich auch generell über die politische und soziale Situation in der Türkei. Und ich habe mich da relativ spontan entschieden, weil es wurden etliche Abgeordnete angefragt, aber alle konnten nicht so kurzfristig. Und insofern bin ich da, muss ich auch sagen, jetzt ohne große Vorbereitung sehr spontan am Samstagvormittag in aller Frühe gestartet. Für mich war es zusätzlich interessant, die Aktivisten jetzt direkt auch im Park kennenzulernen oder dieses breite Bündnis, weil ich ja schon seit langem auch bei der Stuttgart 21 Bewegung aktiv bin, also Bewegung gegen Stuttgart 21, und auch da das natürlich viele Parallelen gibt, das sage ich vielleicht gleich dazu was. Wir hatten ein erstes Treffen, das war direkt am Flughafen. Da gibt es nämlich seit Mitte, Ende Mai bereits einen Streik von Beschäftigten der Turkish Airline. Da machen ungefähr 1500 mit, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, für höhere Löhne. Und sie, ein Großteil, sind ungefähr 10.000 Beschäftigte insgesamt. Also es machen ungefähr, also mehr als 10% machen mit, aber das hängt auch daran, dass viele eben eingeschüchtert wurden vom Arbeitgeber, dass hier wirklich Gewerkschaftsrechte auch nicht geachtet werden. Also Beschäftigte haben Hausbesuche bekommen von Arbeitgebern, es gab Kündigungen, es gab Kündigungsandrohungen, also eigentlich ständig eine Schikane von denjenigen, die streiken und von denjenigen, die vielleicht streiken wollen, wo wir uns also über die Situation der Beschäftigten schon mal und den Streikenden da informiert haben. Sie haben uns vor allem gewarnt, dass sie gesagt haben, Turkish Airlines setzt jetzt viele Streikbrecher ein, auch viel ungeschultes Personal auf den Flügen bis zu den Köchen. Und ich bin, weil ich das gar nicht wusste mit dem Streik, ja mit der Turkish Airline hingeflogen gewesen. Und wir hatten uns nämlich im Flugzeug noch gewundert, weswegen uns da so ein Koch mit so einer großen Kochmütze bedient hat und dachten, das sei irgendwie so ein spezieller Service und haben dann festgestellt, dass hier also gezielt Leute eingesetzt werden, um die Lücken aufzufüllen, die halt dieses Flugpersonal schon in den Betrieb gerissen hat. Und es ist natürlich ein sehr fragwürdiges Unterfangen, weil das ja auch mit Sicherheitsfragen verbunden ist. Ich darf ja nur ganz bestimmtes Personal auf diesen Flügen einsetzen. Und da haben wir also auch versprochen, dass wir jetzt mal bei der Luftfahrtbehörde hier in Deutschland nachfragen, wie sie eigentlich diese
diese Personalpolitik von Turkish Airlines bewertet. Und wir haben auch zugesagt, dass wir mit Verdi in Kontakt treten. Das wäre sozusagen die Schwestergewerkschaft hier, um sich da auch nochmal zu solidarisieren. Also das war ein erster, ich lasse es jetzt mal, wenn das für euch okay ist. Auf der Ebene sieht man das trotzdem, oder? Seht ihr eigentlich alle? Oder sitze ich? Ich sitze im Bild, gell? Ich muss mich hinsetzen. Also da haben wir Gespräche geführt und das war ganz wichtig, da einfach auch vorbeizuschauen, und wir haben dann noch eine kleine Solidaritätsadresse gemacht und sind dann, da gab es dann auch Solidaritätsgrußadressen von Gewerkschaftern aus England und aus der Schweiz, und wir sind dann weitergefahren ins Zentrum von Istanbul und hatten dort ein Treffen mit dem Bündnis Taksim Solidarität. Dieses Bündnis hat sozusagen die ganze Sache ins Leben gerufen. Und ihr seht schon, ich hatte ein Stuttgart 21 Schild dabei. Interessant war eben die Parallelen dieser Bewegung, dass sie nämlich ausgegangen ist eigentlich von Berufsverbänden, sprich von Stadtplanern und Architekten, die gesagt haben, mitten im Herzen eines Zentrums von Istanbul, rund um den Taksimplatz, ist so viel bebaut und da gibt es nur noch so wenig Grünflächen, dass es doch wichtig wäre, diesen Park zu erhalten, weil es für viele eben auch Familien eine Anlaufstelle ist und weil sie grundsätzlich auch diese Stadtplanpolitik der letzten Jahre, muss man sagen, riesen Kaufhäuser, große Malls aufzubauen, Geschäftshäuser, all das macht eigentlich die Innenstädte, das erleben wir ja auch, da brauchen wir ja nur nach Stuttgart gehen, immer unwohnlicher. Und es gab auch einen Protest aus diesen Architekten und Stadtplanern, dass sie gesagt haben, so wollen sie eigentlich ihre Innenstadt nicht. Und mittlerweile ist diese Taksim Solidarität zu einer Bewegung von 140 Organisationen, Parteien, Berufsverbänden, kleinen NGOs, also auch Gewerkschaftern zusammengewachsen, 114 verschiedene Gruppen über alle Parteien hinweg, über alle verschiedenen Spektren hinweg, die sich solidarisch erklärt haben mit der Bewegung auf dem Taksim und in dem Gezi-Park. Und das ist eigentlich die neue Qualität in der Türkei, weil es bisher doch eine große Fragmentierung sowohl bei den linken progressiven Gruppen gab, bei den Parteien und bei den Bewegungen. Und eigentlich erreicht oder gibt es eine große Solidarität mittlerweile von der Bewegung eigentlich aus der ganzen Bevölkerung in der Türkei. Interessant war auch, dass sie haben dann erzählt, wie sie eigentlich auch arbeiten. Also sie haben gesagt, sie wollen eben keine jetzt großen Repräsentanten oder Führer, Sprecher der Bewegung, sondern sie wollen breit bleiben. Hier rechts der Taifun, der hier rechts sitzt, der junge Mann, der war an den Gesprächen auch mit Erdogan beteiligt bei dem Treffen, was ihn nicht sehr positiv gestimmt hat. Es gab da auch am Ende eine sehr eisige Atmosphäre. Erdogan hat dann wohl die Gespräche auch verlassen. Aber es gab wohl die Zusage von Erdogan, das war der Stand an dem Samstagmittag, dass er jetzt erstmal abwartet, die Gerichtsentscheid, ob man da weiterbauen kann oder nicht, wie das eingeschätzt wird. Und er wartete auf eine Antwort der Bewegung für den Sonntagabend. Also den darauffolgenden Tag, wie sie weiter verfahren wollen. Das war unser Stand, Informationsstand, den wir auch von der Taksim Solidarität bekommen hatten. Sie hatten insgesamt gesagt, sie haben ein großes Problem. Durch die Proteste und die Aufstände, die landesweiten Aufstände und das brutale Vorgehen der Polizei, waren ja schon 5 Tote zu beklagen. 5 Menschen waren schon gestorben. Junge, die ins Koma gefallen waren, auch zu unserem Zeitpunkt war ein 14-jähriger Junge, der so ein Geschoss abbekommen hat, auch im Koma gelegen. Also wirklich tragische, ganz tragische Ereignisse. Und sie haben gesagt, dass sie natürlich ab einem bestimmten Punkt das persönlich auch gar nicht mehr verantworten können. Was sie auch mit ausgelöst haben, wenn es nachher am Ende zu Toten führt. Und da war natürlich eine große Betroffenheit auch in der Bewegung da. Und sie hatten sich eigentlich darauf geeinigt zu sagen, diese Bewegung ist jetzt eine landesweite Bewegung geworden. Sie geht längst über den Gezi-Park hinaus, da sage ich gleich noch was dazu.
Und sie haben gesagt, wir wollen eigentlich in diesem Park nur noch symbolisch bleiben. Das heißt, wir wollen ein Zelt dort stehen lassen als Treffpunkt. Und wir wollen den Widerstand gegen AKP, gegen die Erdogan-Regierung in alle Gesellschafts- und Lebensbereiche tragen. Also Arbeitsbereiche, Erziehungsbereiche, auch was die Wirtschaftsbereiche, Beziehungen, Außenpolitik, also sie wollten diesen Widerstand in viele Bereiche tragen und eben nicht sich auch nur konzentrieren mit ihrer Präsenz auf den Gezi-Park. Das war die Idee und das sollte am Samstagabend in einer großen Vollversammlung diskutiert und beschlossen werden. Und im Rahmen dieser und eben vor dieser Vollversammlung gab es auch ein großes Fest im Gezi-Park mit einer großen Bühne, die aufgebaut war und wo Musik da war und wo es auch viele Solidaritätsadressen gab. Und dazu waren wir eben eingeladen worden, in den Gezi-Park zu gehen und dann auch unsere Solidaritätsadresse vorzutragen. Und hier sind wir dann also von der Taksim-Solidarität über den Taksim-Platz. Man sieht im Hintergrund das Atatürk-Kulturzentrum, der große Treffpunkt. Man muss dazu sagen, aber das können vielleicht Leute, die hier aus der Türkei sind, noch genauer schildern, es geht gar nicht nur da um einen großen Einkaufspark, der an dieser Stelle aufgebaut werden soll, sondern es soll auch, Erdogan plant auch, genau. Genau, also Erdogan will an das, und das wird ihm vor allem vorgeworfen, er will an das an die osmanische Tradition anknüpfen und sich ein großes Denkmal dort auf dem Taksim-Platz und wo der Gezi-Park ist, aufbauen. Und das ist ja eigentlich auch die politische Auseinandersetzung mit Erdogan, dass er von einer neuen Großtürkei träumt und dass er also eine türkisch-islamisch-nationalistische Politik immer stärker betreibt, gegen die es über alle Grenzen hinweg Widerstand gibt. Also es findet auch eine schleichende Islamisierung des Landes statt, über die Institutionen, über Gesetze. Und da gibt es selbst auch gläubige Muslime, die sagen, nein, das geht uns zu weit. Wir haben einen säkularen Staat, das ist ein hohes Gut und diesen Staat wollen wir verteidigen. Und es gibt natürlich auch die Auseinandersetzung mit der Erdogan-Politik, die eine ganz klare neoliberale Politik ist der letzten Jahre, die einen Ausverkauf der Türkei betreibt, also sehr viel Privatisierung, die stattfindet. Und zwar alles mit Verweis auf den EU-Beitritt. Und da haben viele Gewerkschaften schon kritisiert und gesagt, ja, wenn unsere sozialen Standards, unsere Löhne, wenn das alles gefährdet ist und ein Angriff ist auf die sozialen Errungenschaften, für was sollen wir uns eigentlich für einen EU-Beitritt in eine neoliberale EU aussprechen? Und darüber findet ja die Auseinandersetzung statt und es ist sicher auch interessant, darüber zu diskutieren, wie wir uns hier eigentlich positionieren und wie wir die Bewegungen am besten auch unterstützen können, die progressiven linken Bewegungen in der Türkei. Also man sieht dann schon auf der anderen Seite des Taksim-Platzes, das ist jetzt auf dem Weg zu dem Gezi-Park, im Hintergrund sieht man ja die Bäume, waren wirklich Tausende von Leuten unterwegs, es war Samstagnachmittag, viele haben das einfach auch als ihren Familienspaziergang gesehen, alle wollten im Gezi-Park vorbeischauen und schauen, was ist da los und das war, jetzt mache ich aber vielleicht doch mal auf, seht ihr das gut, oder? Es ist ein bisschen klein. Kann ich noch mal probieren, das auf groß zu machen. Ja, also hier sieht man noch, das war noch von den Auseinandersetzungen der letzten Tage, gab es Überbleibsel von Barrikaden. Wir haben uns dann einfach mal einen Eindruck verschafft. Die Schwimmbrillen und Taucherbrillen, all das war groß im Verkauf. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, mir sowas zu besorgen, weil ich nicht im geringsten auf die Idee gekommen wäre, dass ich das noch brauchen werde an diesem Abend.
Hier gab es dann auch Dokumentationen von vielen natürlich politischen Initiativen, die auf politische Gefangene aufmerksam gemacht haben. Dann gab es verschiedene Bereiche im Gezi-Park, also die autonome Szene, viele, die sozusagen ihren Bereich abgesteckt haben. Und wie ihr seht hier, hunderte von Zelten, wo viele gecampt haben, viele junge Leute. Hier sieht man links den Abgeordneten Levin Tüssel aus der Nationalversammlung. Hier zum Beispiel ältere Frauen, die sich mal auf einer Bank ausgeruht haben und unterhalten haben. Es gab ja an allen Ecken und Enden viel zu essen, und übrigens auch das Essen gab es zum großen Teil umsonst. Man hat nur eine Spende gegeben, es wurde einfach alles geteilt in diesem Park. Und sie haben auch generell gar keine Spenden angenommen, weil sie sagten, Spenden kann unsere Bewegung schaden. Wir machen nur Bedarfslisten, die hängen wir aus, was wir an Sachspenden brauchen. Was ich auch eine tolle Idee fand. Hier sieht man im Hintergrund die Bühne. Und da hatten wir uns dann eigentlich vorbereitet. Ja genau, jetzt muss ich ja vielleicht mal nochmal rausgehen. Das ist jetzt leider, das muss ich jetzt umdrehen, genau. Ja. Also da hatten meine Kollegin Sevin Dadelen und ich uns vorbereitet auf dem Bild davor. Moment, das sieht man jetzt nicht direkt, aber wir waren an der Bühne. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wir waren an der Bühne und da wollte ich euch eigentlich noch kurz ein kleines Video zeigen. Da waren wir kurz vor der Bühne und haben uns dann vorbereitet auf unsere Solidaritätsgrußadressen. Jetzt muss ich mal schauen, wie komme ich jetzt an die... Ich habe nämlich noch zwei, drei Videos, die sind am Ende. Und in der Mitte. Bitte? Ah ja, okay. Jetzt hoffe ich mal, dass das ist. Es tut mir leid, jeder Computer wandelt die Dateien wieder um und stellt sie anders dar. Das ist echt ein bisschen schwierig. Ich hatte das nämlich auf einem anderen Computer. Ah nee, das war jetzt ist schon das nächste, sorry. Also hier ging, das war schon das nächste, oh Gott. Also jetzt seht ihr schon eigentlich das Video, das dann... wo ich gefilmt habe, als wir alle schon sozusagen auf der Flucht waren. Aber eigentlich wollte ich euch... Ah nee, die sind jetzt auch noch unterschiedlich geordnet. Also es tut mir wirklich leid. Nee, aber die sind jetzt ganz unterschiedlich geordnet. Das ist natürlich jetzt wirklich doof. Das habe ich schon gemacht, aber es hat... Ja. Das hatte ich schon gemacht. Aber also auf alle Fälle war es so, dass wir uns auf die Rede vorbereitet hatten. Und dann war plötzlich eine Unruhe in dem Park und wir sahen, wie Einzelne anfingen, ihre Schwimmbrillen und Helme aufzusetzen. Und wir bekamen dann die Information, dass sich also außerhalb des Parks Polizei formieren würde. Was erstmal für viele ein bisschen ungläubig war, weil man eigentlich wusste, bis Sonntagabend passiert gar nichts und davon ausging, dass man zumindest erstmal noch im Gespräch mit Erdogan ist. Und wir sind dann, hier sieht man auch nochmal einen Schwimmbrillenverkauf. Wir sind dann hier an Leuten, jungen Leuten vorbei, die sich schon drapiert hatten und sind auf die Polizei zugegangen. Die dann, man sieht hier nur einen Teil der Polizei, die waren also an vier Stellen rund um den Park mit Wasserwerfern und mit diesen Tanks, die das Tränengas versprühen und transportieren. Und wir haben dann versucht, mit dem Einsatzleiter zu sprechen. Wir haben ihn informiert, dass eine internationale Delegation da ist, dass Abgeordnete in dem Park sind, dass viele Jugendliche in dem Park sind, dass alte Leute, Kinder in dem Park sind und dass wir nicht nachvollziehen können, weshalb jetzt dieses Aufgebot da ist. Und sie haben uns also auch ganz klar gesagt, aber nicht direkt uns, sondern dem Abgeordneten aus der Nationalversammlung, Levin Tüssel, sie haben den Auftrag, diesen Park jetzt zu räumen. Wir wären sowieso schon viel zu lange, wäre dieser Park jetzt präsent. Das würde dem Image Istanbuls schaden.
Und da wären viele Terroristen in dem Park und sie haben jetzt die Aufgabe, das heute zu beenden. Woraufhin wir natürlich wirklich geschockt waren, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, dass jetzt da eine Räumung stattfinden sollte. Wir haben dann gesagt, wir gehen in den Park zurück, wir bleiben dort. Also die Polizei war darüber informiert, wer alles in dem Park war und welche Leute in dem Park waren. Man sieht hier, also links die Polizei, in der Mitte des Platzes war sozusagen frei und rechts formierten sich immer mehr Menschen. Also das war nachher wie, muss ich sagen, in einer Filmszene, links Polizei und rechts die ganzen Menschen, die sich innerhalb und außerhalb des Parks der Polizei wirklich in den Weg gestellt haben und auch nicht gewichen sind. Ja, wir haben dann das noch ein bisschen dokumentiert mit den Wasserwerfen und so weiter. Es war auch, muss man dazu sagen, Dämmerung, also es war kurz vor dem Dunkelwerden und das Ganze bekam natürlich immer gespenstischere Formen an. Dann sind wir wieder vorbei, hier hat man noch einige Barrikaden gesehen, die von den letzten Auseinandersetzungen gebaut worden waren. Hier hat eine Gruppe, die wir getroffen haben, stand, die haben sich noch fotografiert, die waren schon ausgestattet. Das Lachen verging ihnen aber unweigerlich äußerst schnell. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ausrüstung, ich habe da irgendwie überhaupt nicht dran gedacht. Und plötzlich ging es aber los mit den, Schreckschussgranaten. Das heißt, es wurde einfach in die Luft gefeuert. Das waren große Explosionen in der Luft. Und da war uns irgendwie allen klar, das wird jetzt sehr ernst. Und ihr habt ja schon das eine Video gesehen. Vielleicht zeige ich euch das am Ende nochmal, weil wenn ich jetzt ständig zurückmachen muss, dann finde ich die anderen Bilder nicht mehr. Es tut mir leid, aber die Computer haben das jetzt zweimal meine Reihenfolge durcheinander gewürfelt. Und dann merkte ich plötzlich, ich brauche auch irgendwas. Und mir hat dann noch jemand so einen Helm auf den Kopf gesetzt. Und ich habe eine Schwimmbrille bekommen und so ein weißes Gase-Ding für den Mund. Aber ehrlich gesagt hilft es überhaupt gar nichts, weil da auch nicht nur Tränengas eingesetzt wurde, sondern CS-Gas. Das ist ein spezielles Gas, das in Deutschland zum Beispiel verboten ist. Ich habe so eine Kartusche, die habe ich auch fotografiert. Die wurde von der Polizei nachher wieder die Kartuschen eingesammelt. Ich habe aber eine mitgenommen gehabt. Mit der bin ich gestern von Stuttgart nach Berlin geflogen und die wurde dann in meinem Gepäck festgestellt. Und dann musste ich zur Polizei und die wollten wissen, warum ich hier kriegswaffenähnliches Gerät transportieren würde. Und da seien auch Rückstände drin und es sei gefährlich und es würde nicht gehen. Und dann habe ich also mehrmals erklärt, dass das ein Beweisstück ist aus dem Gezi-Park sozusagen und dass ich das mitnehmen will im Bundestag und wir das thematisieren wollen. Und also nach langen Verhandlungen konnte ich dann mit dieser Kartusche nach Berlin fliegen. Ich habe es dann in Berlin, habe ich sie gelassen, weil ich jetzt nicht nochmal den Ärger auf dem Rückflug wollte. Aber das zeigt nur, dass hier einfach auch wirklich rücksichtslos unter Inkaufnahme der Verletzung von Menschen und ich würde mal sagen, man muss es so drastisch sagen, in der Kaufnahme von Tod von Menschen agiert wurde, weil dieser Park war mit Tausenden von Leuten voll, er war völlig unübersichtlich, es waren Hunderte von Zelte und plötzlich fingen nicht nur die Schreckschussgranaten, nach den Schreckschussgranaten kamen Blendgranaten und dann kamen massive Tränengas-Attacken. Das heißt, an ganz vielen Ecken landete dieses Tränengas und auch ich sah mich plötzlich so einer Tränengasbombe da gegenüber und dann ist natürlich der Reflex, dass man in die andere Richtung läuft, worauf ich ihn natürlich sofort getrennt war von der Gruppe, die noch so ganz toll zusammenbleiben wollte. Das ist natürlich in so einer Situation, bricht wirklich Panik aus. Ich kann das nicht anders bezeichnen. Das ist jetzt auch das falsche Bild. Das war nämlich, nachdem ich das ganze Stunden später gestanden hatte. Muss ich mal weitergehen. Ja, die Bilder sind jetzt leider etwas durcheinander geraten. Also ich hoffe, dass da dann noch ein paar, ich am Ende euch Videos zeigen kann. Also ich bin dann einfach auch gerannt einer Menschenmenge hinterher und dadurch, dass ich diese Schwimmbrille anhatte, habe ich innerhalb von 10 Sekunden eigentlich nichts mehr gesehen, weil die angelaufen war
und das Trenngas immer mehr wurde. Das heißt, man bewegte sich in so Nebeln und man hatte auch wirklich keine Luft mehr. Und das war eine Situation, die habe ich eigentlich noch nie erlebt. Ich kenne Tränengasangriffe, aber die Kombination in einem Park und in dieser unübersichtlichen Situation, in der ich mich überhaupt nicht auskenne, und Hunderten von Menschen, die vor und hinter mir drängen, hatte ich einfach die Angst, auch überrannt zu werden, wenn man hinfällt. Und ich weiß es bis heute nicht, wie ich aus diesem Park gekommen bin. Ich bin dann so eine Schutthalde mit vielen anderen runtergefallen, weil an einer Seite des Gezi-Park wird ja schon abgerissen. Das heißt, da ist schon eine riesen Baustelle und da geht es auch sehr steil in die Tiefe. Und da sind große Betonklötze und Metallverstrebungen. Und ich habe leider vergessen, das am nächsten Tag zu fotografieren. Aber als ich im Nachhinein diese riesen abschüssige Schutthalde gesehen habe, dann habe ich mich echt gefragt, wie ich da heil rausgekommen bin. Das frage ich mich bis heute. Also das kann ich mir gar nicht erklären. Auf alle Fälle war ich irgendwann raus aus diesem Park und bin dann auf so ein Restaurant zugerannt. Und dieses Restaurant war eigentlich menschenleer. Es lag am Gezi-Park, es war natürlich auch von Tränengas eingehüllt. Aber als ich dann unten drin war, wurde mir Zeichen gemacht, ja, ich soll nach oben gehen. Und oben drin war es ein bisschen geschützter. Hatten sich lauter Aktivisten versteckt, aber ganz im Dunkeln. Es war auch kein Licht und nichts. Und ich bin dann auch nach hinten gegangen und habe mich da erstmal hingesetzt, konnte eigentlich gar nichts sehen und habe wirklich eine Stunde lang nur versucht, wieder halbwegs atmen zu können. Und mit Wasser und all den Behandlungen, die eben alle auch machen müssen. Und ich muss sagen, bei mir ist es ja wirklich glimpflich abgelaufen, weil viele andere haben Verbrennungen, Verätzungen und mussten auch in die Lazarette und behandelt werden, weil es kommt dazu, dass die Wasserwerfer zum Beispiel in ihrem Wasser Tränengas oder Pfefferspray beigemischt haben. Und das ist eigentlich, muss ich sagen, dann eine perfide Chemiewaffe, weil wenn man dieses Wasser mit 6-Atü oder so auf die Haut bekommt, sind es Folgen wie Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Und das ist das Hauptproblem, dass die ganzen Lazarette eben sehr viele Verbrennungen ganz schnell behandeln mussten, mit Cremes und mit allem Möglichen. Und deshalb wurde uns auch gesagt, als wir da losgerannt sind, zieht die Ärmel runter und so. Wir waren ja jetzt auch nicht, ich hatte zum Glück eine lange Hose an und habe dann auch meine Bluse runtergemacht, dass ich irgendwie da geschützt war, weil die haben gesagt, das Wichtigste ist, die Haut und alles zu schützen. Ja, also man muss wirklich sagen, diese jungen Leute, die hatten da schon eine Erfahrung in Anführungszeichen und haben trotzdem den Mut, da immer weiterzumachen. Ich finde das unglaublich. Hier seht ihr ein Bild, das ist nämlich das Hotel Divan, was ja vor allem durch Claudia Roth bekannt wurde. Ihr müsst wissen, dass die Aktivistinnen, also alle aus dem Park natürlich rausgeflohen sind, der wurde dann von der Polizei besetzt und in Cafés, Restaurants und in Hotels geflüchtet sind. Und mittlerweile öffnen die meisten großen Hotels eben ihre Türen für die Aktivisten. Die können also dort in der Lobby und überall sich aufhalten. Wir waren im gegenüberliegenden Hotel im Taksim Point. Also nachdem ich dann nach 2 Stunden oder so hatte ich in dem Café ausgeharrt, weil ständig Tränengasangriffe kamen. Und dann bin ich gewechselt mit ein paar anderen Aktivisten in das Taksim Point, weil da meine Gruppe kamen wir wieder zusammen. Und dann haben wir den Angriff auf das Hotel Divan gesehen, wo wirklich eine Hundertschaft von Polizei mit Tränengas unten in diese Lobby reingestürmt ist und dieses Tränengas reingehauen hat. Und diese Lobby war knallvoll. Also das wäre wie dieser Raum hier, knallvoll mit Leuten und plötzlich kommen hier so 10 Tränengasbomben rein und man kann nicht raus, weil die Polizei vor der Türe steht. Das war wirklich brutal. Das war wirklich brutal und da war die Claudia Roth auch mit drin, die ja dann nachher von kriegsähnlichen Zuständen gesprochen hat. Und ich habe das nur gesehen und wir dachten, wie kann das sein, dass man jetzt einen Angriff auf das Hotel macht. Und im Grunde ging es die ganze Nacht weiter, dass eigentlich das Ziel war, so kam es uns zumindest vor, egal wo Aktivisten sind, sie einfach zu treffen, sie mit Tränengas wirklich direkt zu attackieren wie eine Waffe, sie entweder zu verletzen oder zu vertreiben. Also das war eine Strategie, die von der Polizei systematisch weitergeführt wurde. Hier sieht man das nochmal, wie wir gegenüberliegend sind vom Hotel Divan. Ich mache jetzt einfach mal weiter, das ist leider nicht ganz jetzt so
Ja, hier habe ich diese CS-Gas fotografiert, übrigens made in USA. Also das ist, deswegen haben wir ja auch die Forderungen insgesamt. Alle, die da beteiligt sind, ja, das ist nämlich nicht nur die Türkei, Türkei ist NATO-Mitgliedsland und viele Länder verdienen, das wollte ich am Ende auch was dazu sagen, der größte Rüstungsexporte von uns, von Deutschland, also nicht von uns, sondern von Deutschland, den Firmen, geht in die Türkei. Also da gibt es viel, was wir hier machen können. Hier können wir nämlich auch die Aktivisten sehr gut unterstützen. Hier sind wir dann eine Stunde später in die Lobby von dem Hotel Divan. Da waren auch viele Medienvertreter gewesen. Und ihr müsst euch vorstellen, das roch also immer beißend nach Tränengas. Ja, ich konnte gar nicht so viel rumlaufen, weil ich ja keine richtige Maske hatte. Ich hatte nur dieses Gase-Ding und das war eigentlich wertlos. Also das hat mich eigentlich nach 2-3 Minuten im Stich gelassen. Und soviel ich weiß, sind Gasmasken fast ausverkauft in der Türkei. Die gibt es fast nicht mehr und es gibt nur noch diese provisorischen Masken und das ist natürlich sehr schwierig. Hier sieht man nochmal also unser Taksim Point Hotel. Ihr seht, da sind überall Aktivisten davor. Wir standen dann immer davor, aber zwischendrin war überall Polizei und Wasserwerfer. Also man konnte jederzeit wieder attackiert werden. Es war eben eine undurchsichtige Situation. Wir sind dann, da stehe ich auch, sieht es nur ein bisschen dunkeln, wir sind dann nachts nochmal in den Gezi Park, wir haben uns Zutritt verschafft, der war ja jetzt von der Polizei umringt und sind mit dem Abgeordneten Levin Tüssel, der das eben erzwungen hat, dass wir in diesen Park können und sind durch diesen Park gelaufen, haben uns das angeschaut, der wird eben systematisch zertrampelt und alles mit Baggern und so, was da aufgebaut war, zerstört und in Mülltonnen und weggefahren. Ich fand auch interessant zu sehen, dass die Polizisten doch in sehr vielem Hab und Gut, also da lagen viele Rucksäcke, die aufgemacht haben und darin rumgewühlt haben und Sachen mitgenommen haben, weil die Leute, ihr müsst euch vorstellen, da gab es Schuhe, da gab es Kleidung, da gab es alles. Die Leute mussten wirklich alles stehen und liegen lassen und aus diesem Park raus. Und ganz viele haben ihr Geld, alles, was sie eben dabei hatten, in diesem Park zurücklassen müssen. Also das ist, das war schon, hier sieht man das nochmal, ein paar Bilder davon. Jetzt mache ich vielleicht nochmal ein bisschen, dass man es größer sieht. Vielleicht eine Bemerkung zum CS-Gas. Das ist als Chemiewaffe völkerrechtlich verboten. Und entsprechend gab es hier in der Bundesrepublik Anfang der 80er Jahre eine Riesenkontroverse, als die Polizeien auch in Deutschland damit ausgestattet wurden. Vorher haben die CN-Gas verwendet. Mhm, genau, stimmt. Also hier hat die Polizei das auch und das ist immer noch ein Skandal. Sie hat es, aber sie darf es nicht einsetzen, oder? Sie setzen es teilweise aber auch. Sie setzen es ein, ja. Gut, also das ist eben der Punkt, dass wir ja generell, da werde ich am Ende gleich dazu was sagen, wir erleben weltweit und auch in Europa immer mehr martialische, militärähnliche Polizeieinsätze. Und da muss man sich auch wirklich ein paar Strategien überlegen. Ja. Die Heuchelei der bürgerlichen Presse besteht darin, nur den Polizeieinsatz. Genau. Aber nicht im Blockupy. Genau, da werde ich am Ende auch was dazu sagen. Genau. So, also jetzt mache ich vielleicht noch mal ein bisschen hier in dem Durchlauf. Da haben wir eben Bilder gemacht, dann nochmal, sind durch den Gezi Park gelaufen. Das war ein Trauerspiel. Hier Barisch, das heißt Frieden, eine Friedensfahne, fand ich recht symbolhaft, die da auf dem Boden lag. Jetzt sind wir schon wieder woanders. Aber da kann ich vielleicht auch, das ist vielleicht dann ganz gut, kann ich anknüpfen. Ja, wie reagieren jetzt die Medien? Die großen Mainstream-Medien haben sehr wenig bis gar nicht über diese Vorfälle berichtet. Ein paar wurden jetzt gezwungen, auch aufgrund dessen, dass die großen Anzeigenkunden ihre Aufträge zurückgezogen haben, zu berichten. Aber vor allem vor 14 Tagen, als es am Taksimplatz war, haben dann viele Tierfilme gezeigt oder Comedy und irgendwelche Kochsendungen. Also auch hier jetzt gab es wieder am Abend eine ganz unterschiedliche Berichterstattung. Die einen haben zum Beispiel nur die offiziellen gezeigt. Da hat der Gouverneur von Istanbul dann gesagt, während wir alle sozusagen fix und fertig im Hotel saßen und die Nachrichten schauen, sagt der Gouverneur, alles ruhig, alles klar, nichts ist passiert. Wir sind sehr vorsichtig vorgegangen und der Gezi Park wird jetzt wieder befreit.
Also das war dann seine Stellungnahme dazu. Wir sind hier zu einem oppositionellen Sender, Haie TV, gegangen. Das war allerdings erst am nächsten Tag. Die haben eben rund um die Uhr berichtet von den Ereignissen. Haie TV hat eine internationale Lizenz zu senden aus London und hat eben auch darüber die Möglichkeit, in der Türkei zu senden. Das Problem bei Haie war aber, dass sie vor 10 Tagen oder vor einer Woche bedroht waren, weiter senden zu können, weil die türkische Regierung sagte, sie hätten eben, würden da illegal senden, sie hätten nicht eine richtige Genehmigung und, das sollte, und der Sender sollte eingestellt werden. Und da gab es dann so viele Proteste, dass der also Haie TV weiter senden kann. Und ich, als ich in dem Café landete nachts, bin ich direkt bei einer Haie-Journalistin, also neben der saß ich, und die hat dann also auch gleich mit mir einen O-Ton gemacht und das über die sozialen Medien eingespeist. Und das muss man sagen, die sozialen Medien, also vor allem Twitter, aber auch Facebook, aber vor allem Twitter, ist das Gegenorgan im Moment gegen die offiziellen Medien. Und das fand ich schon beeindruckend. Als wir in diesem Restaurant im Dunkeln saßen, sah man nur hunderte von kleinen Lichtern mit Smartphone oder kleinen Laptops, die eben sofort getwittert haben und ihre, wo sie sind, also man hat sich auch darüber koordiniert, wer ist wo, wer weiß, wo die Polizei ist, was passiert, wo gibt es einen neuen Angriff. All das wurde in Sekundenschnelle wirklich weitergegeben und ich habe natürlich auch versucht, da zu twittern, aber ich hatte ja keine internationale Verbindung, für mich war das sehr schwierig. Ich war da erstmal, muss ich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes außer Gefecht gesetzt sozusagen. Außerdem musste ich mich wirklich, ich musste mich einfach erstmal regenerieren. Ich war wirklich fertig. Hier sind wir auch noch bei dem Sender. Das war unsere Delegation, Teil der Delegation, die sich darüber eben unterhalten haben. Wie ist jetzt die politische Situation? Und generell muss man sagen, dass die Türkei ein Land ist mit den meisten Journalisten, die in Gefängnissen sitzen. Also es ist nicht so, das wissen ja viele von Ihnen, von euch, aber es ist ja nicht so, dass jetzt erst sozusagen hier viel Unrecht passiert, sondern wir haben ja schon seit Jahren die Entwicklung, dass Tausende von Menschen im Gefängnis wegen politischen Aktivitäten sitzen, dass nach wie vor die Kurden, Kurdinnen verfolgt sind, dass nach wie vor sie nicht ihre Sprache sprechen können, dass viele kurdische Abgeordnete in Gefängnissen sitzen. Also wir haben ja wirklich diese Entwicklung und die hat nochmal zugenommen unter der AKP-Regierung, auch wenn es gesetzlich Fortschritte gab. Und da, finde ich, braucht es auch eine reelle Einschätzung, eine politische, weil ja viele in Berlin, auch zum Beispiel Claudia Roth und die Grünen, gesagt haben, ja, es hätte so eine große Demokratisierung in der Türkei gegeben aufgrund der EU-Beitrittsverhandlungen. Und ich finde, das muss man sich schon genau anschauen, ob das so stimmt. Ja? Und ob jetzt die Antwort sein kann, EU, damit es mehr Demokratie und Menschenrechte in der Türkei gibt, wo die EU, die einzelnen Länder, ja auch nicht gerade der Hort der Menschenrechte sind. Ja, und wir erleben ja in vielen EU-Staaten, wenn wir das anschauen, der Widerstand in Spanien, Athen, in Frankfurt, Blockupy, ja auch eine repressive Politik. Das heißt, es ist wichtig, sich von den Bewegungen aus zu unterstützen. So, also hier seht ihr jetzt nochmal, jetzt probiere ich es nochmal mit dem. Hier seht ihr dann mal ein Interview, die Journalisten waren immer am besten ausgestattet. Ein Interview, das mit meiner Kollegin Sevim Dadlen gemacht wurde. Hier sind wir durch die Istiklal Street gegangen. Das ist alles auf der Istiklal am nächsten Tag allerdings, weil ja da eine Großdemonstration stattfinden wollte. Ich lasse jetzt mal ein paar Bilder laufen und sage dann wieder was, weil sie einfach anders geordnet sind. Also hier, das ist ein Wasserwerfer. Hier sind wir in einer Sanitätsstation, die hatten die Fenster verrammelt, weil sie ständig Gasangriffe hatten. Hier war dann schon wieder, kaum waren wir drin, mit dem Abgeordneten gab es schon wieder einen Gasangriff und wir saßen da also wieder eine Stunde fest und haben kaum Luft bekommen. Hier sieht man, wie das alles, außen sieht man schon das Gas, das versprüht wurde. Und das waren solche Kartuschen, die wir dann vor dem Gebäude gefunden haben. Das waren solche Art Granaten, die da los. Ja, das ist jetzt das andere Bild, genau. Die mit diesen Granaten in diese Straßen geworfen wurde. Also
Nachdem wir bis morgens eigentlich durchgehalten hatten, hieß es am nächsten Tag, es gibt eine Massenmobilisierung von Erdogan, AKP-Anhänger, die ihre Solidarität ausdrücken wollen in der Nähe des Flughafens. Auf einem riesigen Feld versammelte er seine Anhänger. Man muss sagen, da kamen wirklich viele Leute zusammen. Das war letzten Sonntag, genau, das war also nach diesem Angriff auf den Gezi-Park am nächsten Tag. Und man kann schon ausgehen, also Erdogan sprach von 1 Million. Ich weiß nicht, ob es 1 Million war, aber es waren doch sehr, sehr viele. Man muss dazu wissen, sie haben aus dem ganzen Land mit Bussen, mit Fähren die Leute transportiert nach Istanbul. Selbst aus Deutschland kamen Leute dahin geflogen. Ich habe nämlich welche getroffen, die wieder beim Rückflug bei mir im Flugzeug saßen, die dahin gekommen waren. Und was parallel auch stattgefunden hat, aus den Stadtteilen im asiatischen Teil Istanbuls, wo auch viele, sagen wir mal, linke Stadtteile sind, waren der Fährverbetrieb eingestellt, der Busbetrieb eingestellt. Das heißt, es war schwierig für diese Leute, zur Demonstration auf den Taksimplatz zu kommen, weil man hatte ja ausgerufen, am nächsten Tag Massenmobilisierung auf den Taksim als Protest. Und die Leute kamen jetzt, das war unglaublich, von allen Seiten, Seitenstraßen, versuchten die trotzdem auf den Taksim zu kommen und wurden aber abgehalten durch Wasserwerfer und Tränengas. Und die ganzen Auseinandersetzungen hatten sich nun in diese Seitenstraßen verlagert. Und es ging den ganzen Tag über. Also diese Bilder, die ihr gerade gesehen habt von der Istiklalstraße, das waren die Bilder vom nächsten Tag gewesen. Da haben die Leute versucht, auf den Taksim zu kommen und wurden ganz, ganz massiv vertrieben. Und auch da war überall Tränengasgeruch in allen Straßen. Das heißt, man konnte sich gar nicht vorwärts bewegen. Hier habe ich dann ein, zwei andere Bilder gemacht, weil es eben so einen großen Widerspruch trotzdem in Istanbul derzeit gibt. Wenn man eben an den Bosporus fährt und an die Küste, wo die ganzen Fährschiffe sind, findet auch immer noch Tourismus statt. Ja? Also es gab da Touristen, die die Boote genommen haben, die sich da normal aufgehalten haben. Und das war für mich eine sehr skurrile Situation, wenn man selbst aus so einer bürgerkriegsähnlichen Situation kommt und keine Kilometer weiter fand ein scheinbar friedliches Leben statt. Das war sehr, muss ich sagen, das war fast gar nicht auszuhalten. Also da, das war praktisch die Parallelstraße zur Istiklal Street. Das war auch der Stadtteil, ich weiß nicht, wie er heißt, da ist auch Beşan, gibt es den Beşan? İşantişe, kann sein. Da ist auf alle Fälle auch Evrensel, also die Zeitung Evrensel und viele andere. Wir gingen dann in diesen Stadtteil, haben auch nochmal eben so eine alternative Zeitung. Hier war auch ein Büro von der BDP, also von der kurdischen Partei. Und Evrensel, eine Tageszeitung, die auch eben andere Berichte bringt. Die haben wir auch besucht. Und in diesem Stadtteil waren dann am Abend die Informationen, dass AKP-Anhänger durch die Straßen ziehen, bewaffnete AKP-Anhänger durch die Straßen ziehen und gezielt Jagd auf Aktivisten machen und die Polizei schaut zu. Und das ist eine der großen Gefahren, dass mittlerweile leider solche Parastrukturen entstehen. Das heißt, es gibt nicht nur die offizielle Polizei, sondern es gibt so indirekt Art von Milizen, bewaffnete Gruppen, die durch die Gegend ziehen und andere bedrohen. Und das ist eben, muss ich sagen, eine ganz große Aushöhlung rechtsstaatlicher Strukturen. Und ich erzähle da gleich auch noch eine Begebenheit, die wir hatten. Hier sind wir schon wieder auf dem Rückweg dann, das ist in der Nähe von der Istiklal Street. Da sind wir abends dann zurückgegangen. War übrigens auch ein interessantes Erlebnis. Da fing es nämlich an zu regnen, am Sonntagabend dann. Und es fing an zu regnen und alle Leute klatschten, wie verrückt. Ich habe das gar nicht gleich verstanden. Der Regen wurde begrüßt überall. Warum? Weil durch den Regen das Tränengas aus der Luft ging und man auch kein Tränengas mehr einsetzen kann. Und alle haben gesagt, wir müssen jetzt eigentlich alle auf den Taksimplatz. Jetzt können sie uns nicht mehr aufhalten. Ja, da auch, das wurde mir zugeschickt.
interessanterweise die drei großen Fangemeinden, der drei großen Fußballvereine von Besiktas, von Galatasaray und Fenerbahçe, die haben sich jetzt zusammengeschlossen zu so einem gemeinsamen, da steht Tayyip, also der Vorname von Erdogan, Tayyip, do you know, Istanbul United. Also sie haben sich zusammengeschlossen seit den Übergriffen auf den Taksimplatz und wollen jetzt gemeinsam gegen Erdogan gemeinsam stehen, gegen diese Politik. Und ich fand es interessant, also viele haben auch erzählt, dass gerade diese Ultras von Besiktas, die sind wirklich zu Helden geworden sozusagen, weil sie sich der Polizei entgegengestellt haben, weil sie die Aktivisten verteidigt haben. Und sie haben sich zum Beispiel, also als es die Auseinandersetzung um den Taksimplatz ging, in einen Bagger gesetzt und sind auf die Polizei zugefahren und haben damit die Polizei vertrieben. Also auf diese Baustellengeräte, die da waren. Und da waren sie natürlich die Helden für die ganze Bewegung. Ja, und da ich leider so ungeordnete Bilder habe, geht es jetzt nochmal zurück. Das waren jetzt alles Bilder von dem Sonntag, wo man, Entschuldigung, das ist nochmal vom Samstag, die Bilder sind aber nicht von mir, ich habe 2, 3 noch zugesandt bekommen. Das ist eben nochmal der Samstag vor der Auseinandersetzung. Ich lasse das jetzt nochmal ein bisschen durchlaufen, ich habe jetzt schon viel erzählt. Also das ist alles Samstag oder Sonntag. So sah die Istiklal Street also teilweise aus. Das ist eine, müsst ihr euch vorstellen, das ist wie die Königstraße in Stuttgart. Ja? Die hat normalerweise, also sind da Tausende von Leuten auf den Straßen und es war menschenleer und überall bewegte sich Polizei. An jeder Ecke konnte man wirklich verwickelt werden in Angriffe. Das habe ich, also auch wir. Ja? Und hier gab es also ständig Tränengasangriffe, also auch auf Journalisten, auf Aktivisten. Hier sieht man nochmal, das ist auch vom Samstagabend ein Wasserwerfereinsatz. Da ist schon alles geräumt von den Leuten, die da auf der Straße waren. Hier auch, das ist am nächsten Tag. Also ich lasse die Bilder jetzt einfach nochmal so durchlaufen. Hier haben wir uns dann, haben wir uns dann ein Bild von der Istiklal Street gemacht. Da wurden diese Demonstranten zurückgehalten. Da wurden sie gestoppt, also da waren ganz viele. Das war übrigens nach den Aufräumarbeiten am Sonntagnacht, da war dann wieder normale Beleuchtung. Hier sieht man Haie TV, wie sie berichten über die Polizeieinsätze. Das ist nochmal die Krankenstation, die wir besucht haben, die eben sich beklagt haben, die Ärzte. Das ist auch nochmal die Istiklal Street. Die Ärzte werden übrigens auch angeklagt, die den Demonstranten helfen, wegen illegaler Beschäftigung und wegen Unterstützung von Terroristen. Also da gibt es richtige Prozesse. Hier haben wir verhandelt mit der Polizei, damit wir überhaupt auf den Taksimplatz kommen. Das war eben am Sonntag. Habe ich auch fotografiert, wie die Polizei eben alle Seitenstraßen blockiert hat und es nicht möglich war zu demonstrieren. Hier sieht man jetzt den Taksim am Sonntag, alles leer. Hier sieht man Baustellen und hier sind auch nochmal Bilder nachts aus dem Gezi-Park. Das ist jetzt leider alles ein bisschen ungeordnet, aber das sind Dinge, zu denen ich allen schon was gesagt habe. Hier interessant war, das habe ich beobachtet, wie die Feuerwehr immer wieder die Wasserwerfer aufgefüllt hat, aufgetankt hat. Das war übrigens das Restaurant, wo ich oben drin war und wo wir 2 Stunden lang festsaßen. Hier auch nochmal eine Lazarettstation, provisorisch eingerichtet, auch ständig mit Tränengasattacken. Hier ist auch nochmal ein Bild von der Bewegung. Ja, das geht jetzt wirklich ein bisschen durcheinander. Anonymous wurde auch verkauft, die Masken. Ja, und hier nochmal ein Kollege von mir von Attac, der mit dabei war. Da hatten wir dann auch eine ganz brenzliche Situation. Also die sind jetzt wirklich nochmal gemischte Bilder, auch aus dem Gezi-Park. Es tut mir leid, aber es ist echt ungeordnet gewesen. Ja, es war übrigens ein Mädchen, das kleine Mädchen hat sich Geld verdient mit und hat sie. Ja, das hat ein amerikanischer Tourist gemacht von mir. Das war kurz nach dem Angriff, der hat mir das dann geschickt. Habe ich auch ein paar Menschen im Rollstuhl getroffen, die auch sämtlichen Attacken ausgesetzt waren. Und hier der Kollege war ganz stolz, er hat nämlich noch eine Gasmaske erstanden gehabt. Also das war doch heiß begehrt in Istanbul. Ja, das ist jetzt nochmal der Taksim. Ich glaube, jetzt sind wir dann auch bald am Ende.
Ja, das ist jetzt am Ende. Jetzt wollte ich euch noch ganz kurz die zwei, drei Videos zeigen. Das sind jeweils nur ein paar Sekunden, aber um mal einen Eindruck noch zu bekommen. Das ist doch nichts, was Blödes. So, das eine. Da hat es wieder ganz neu geordnet. Das war doof. Das ist dieser Art Schwabenstreich. Jeden Abend um 9 wird Lärm gemacht. In ganz vielen Städten. Ja, und das habe ich ja vom Fenster aus. Vom Fenster. Mit Kochlöffeln, mit Hupen, mit Musikinstrumenten. Das fand ich total witzig, weil wir das ja in Stuttgart auch gemacht haben. Das ging also so ein paar, 5 Minuten lang. Überall als Solidaritätsaktion. Ja, das ist die Frage. Eigentlich waren wir ja in dem Fall zuerst. Ach so. Ja, gut zu wissen. Das wusste ich jetzt gar nicht. Also, dann haben wir es alle kopiert. Ja, das war jetzt... Wie? Das Symbol unten rechts ist Quadrat. Ja, das zeigt jetzt irgendwie nicht so gut. Also hier habe ich halt gefilmt, da waren schon die ganzen Schreckschussgranaten, na, das ist jetzt ein bisschen chaotisch, erneut wiedergeben, genau. Also man sieht nicht viel, wir sind einfach alle durcheinander gerannt dann, ja. Aber wir sind dann alle eben in eine Richtung gelaufen und da waren die Schreckschussgranaten und dann ging es eben los mit dem Tränengas, ja, und dann war wirklich, dann wurde es immer komplizierter. So, das eine noch. Das auch nochmal. Da hieß es noch, wir müssen alle zusammenbleiben, war die Order, ja. Und 10 Sekunden später, wir sind alle über Zelte gestolbert und so weiter. Es war einfach nicht, man konnte sich da nicht zurechtfinden, ja. Also das, ich konnte dann auch nicht mehr filmen, weil ich schlichtweg nur noch rennen musste. Das war dann das Problem. Also wenn ich jetzt eine richtige Gasmaske gehabt hätte, weil Journalisten, die können das ja dann aushalten. Aber bei mir war dann, das ging einfach nicht mehr. Und ich war da wirklich... Das ist jetzt noch davor, ungefähr eine Viertelstunde davor. Das war Abendstimmung, das war unglaublich schön. Bitte? 10 Minuten später, müsst ihr euch vorstellen, bei dieser Veranstaltung begann die Hektik, ja, und es hieß, es marschieren Hundertschaften von Polizei auf. Das kann man sich nicht vorstellen, das war wie ein Festival, ja. Also, das waren jetzt meine Bilder, mehr habe ich jetzt konnte ich an dem Abend selber auch gar nicht mehr machen. Ja, vielleicht noch 2, 3 Sätze zur Einschätzung. Viele tragen hier natürlich auch Verantwortung. Ich habe das ja schon erwähnt, was Rüstungsexporte angeht. Es gibt ja eine, im Rahmen natürlich der NATO, eine umfangreiche sicherheitspolitische Kooperation mit der Türkei, also die Länder kooperieren untereinander. Es gibt eine sehr enge militärpolitische und Rüstungskooperation mit der Türkei. Ich habe ja gesagt, von Deutschland aus gehen die meisten der größte Anteil an Rüstungsexporten von uns gehen in die Türkei zum Beispiel. Und es gibt auch eine geheimdienstliche Kooperation. Also die Türkei ist NATO-Mitgliedsland und in dem Fall gibt es natürlich Einflussmöglichkeiten, hier Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, wir beenden diese Zusammenarbeit. In meinen Augen muss es aber natürlich auch darüber hinausgehen, dass wir nämlich generell diese Polizeieinsätze, die immer stärker
militärische Form annehmen, dass wir insgesamt, jetzt kann man ausmachen, politisch diese Polizeieinsätze verurteilen und dass wir uns da wirklich solidarisieren müssen, den Austausch verbessern müssen, wie die Polizei vorgeht, welche Strategien ja auch ausgetauscht werden. Und man kann ähnliche Bilder aus Athen zeigen, aus Madrid, wo es bisher jetzt nicht unbedingt zu Toten gekommen ist, aber wo es einfach Übergriffe auf Demonstrationen, auf Demonstranten, Demonstrantinnen gibt. Und auch in Frankfurt bei Blockupy gab es eine friedliche Demonstration und die Polizei stellte sich dieser Demonstration in den Weg und kesselte über 1000 Demonstranten, Demonstrantinnen ein. Und zwar über mehrere Stunden. Und sogar ja auch in Stuttgart. In ja, genau. Meine, genau, natürlich. Auch der Herr Wagner hat nämlich auch sein Augen ja. Gefunden, was ich sehr interessant fand, jetzt in diesem Zusammenhang, dass unsere Medien sofort berichtet haben, also es ist auch in der ganzen natürlich. Das, bevor wir gleich in die Diskussion kommen, wollte ich nämlich das nur noch ganz kurz abschließen, meine Einschätzung. Einmal, also ich bin weit davon entfernt, hier zu sagen, ich gehe in die Türkei, um dort auf Missstände aufmerksam zu machen. Und hier ist alles toll, sondern das war wirklich ein Akt der Solidarität mit den Aktivistinnen. Und was dann passiert ist, das war ja von uns gar nicht, das konnten wir ja gar nicht vorhersehen. Und natürlich haben wir dann gesagt, müssen wir aber berichten und die Aktivistin unterstützen, um das bekannt zu machen. Das ist ganz wichtig und das würde ich an jedem Ort der Welt machen, egal ob das im Schlosspark in Stuttgart ist, im Gezi-Park in Istanbul, in Chile oder sonst wo. Ich finde, da, wo man vor Ort ist und es mit den Leuten erlebt, hat man auch die Verantwortung, das öffentlich zu machen und auch die Zusammenhänge zu zeigen. Ja, wo sind hier eigentlich, wo findet denn hier die Unterstützung auch statt und wo kann man das durchbrechen? Das ist das Erste. Ich wollte aber noch was sagen zu der Taksim-Solidarität, die natürlich am nächsten Tag Pressekonferenz gemacht haben. Interessant fand ich übrigens, dass bei dieser Pressekonferenz ARD und ZDF, die ja präsent waren, die sprangen den ganzen Tag der Claudia Roth hinterher in 1000 Berichten, aber die waren zum Beispiel nicht bei der Hauptpressekonferenz der Taksim-Solidarität des Bündnisses, was ich schon sehr bemerkenswert fand, weil die haben ja jetzt berichtet, also sie haben nämlich hunderte von Aktivisten vermisst, die wurden verhaftet und Verhaftungen gehen auch die ganze Zeit weiter, deshalb wurde auch gesagt, dass man abends nur in Gruppen weggehen soll, weil eigentlich jetzt auch ein Stück Willkür auf den Straßen ist. Wenn man jetzt zum Beispiel war ein Verhaftungsgrund, diesen Helm zu tragen oder eine Schwimmbrille. Das gilt mittlerweile als aufrührerisch. Man kann da vielleicht in terroristische Aktivitäten verstrickt sein, wie auch immer. Also Leute werden verhaftet und es gibt keinen Überblick von vielen, mehreren hundert Aktivistinnen, wo sie genau sind, was mit ihnen passiert ist. Das ist das Erste. Zweitens, diese Großdemo am Sonntag wurde gezielt verhindert. Woraufhin zwei große Gewerkschaften für den Montag einen Generalstreik ausgerufen hatten, wo auch Tausende mitgemacht haben, aber auch diese Gewerkschaftler kamen nicht auf den Taksim. Also auch da wurde gegen die Gewerkschafter und die Demonstrationen vorgegangen. Und eigentlich geht die ganze Woche die Auseinandersetzungen in Stadtteilen weiter, weil ja dazu kommt, es findet ja nicht nur in Istanbul das statt, sondern in ganz vielen Städten. Also ich fand beeindruckend, dass Samstagnacht wir plötzlich Bilder sahen von Haye TV in Ankara. Tausende von Menschen in den Straßen von Ankara, die sich solidarisiert haben. Und deshalb kann Erdogan, wenn er erzählt, er hat die Aktivisten besiegt oder den Gezi-Park befreit und er hat gesiegt, das ist einfach eine Lüge. Hier wird eine Propaganda verbreitet, weil die Leute weitermachen wollen. Es soll für nächsten, jetzt kommenden Samstag eine Demonstration geben und es soll auch kommenden Donnerstag eine große Aktion geben.
große Demonstration und es gibt neue Widerstandsformen. Die habt ihr wahrscheinlich mitbekommen mit dem einen schweigenden Mann, der über Stunden gegenüber diesem Atatürk-Kulturzentrum gestanden hat. Und dem haben sich viele Hunderte angeschlossen. Das macht richtig Schule, also auch in vielen Städten. Und es sollen also in verschiedenen Bereichen mittlerweile wird gestreikt, gibt es Protestaktionen. Also das ist eine Vielfalt des unterschiedlichen Protests, der deswegen, finde ich, auch weiter von uns begleitet und aufmerksam gemacht werden muss, dass wir da Unterstützung organisieren. Es gibt da jetzt am Samstag auch nochmal eine Demonstration in Stuttgart, Solidarität. Am Montag gab es eine. Was toll war, muss ich sagen, dadurch, dass ich in Telefonkontakt war am Samstagabend, also letzten Samstag, und ich den Stuttgartern, die hatten da nämlich eine Großdemonstration in Stuttgart, mitteilen konnte, dass hier der Park bald geräumt wird und dass es hier wirklich ganz gefährlich wird, haben die sich dann entschieden, noch letzten Samstag vor das türkische Konsulat zu ziehen und waren praktisch eine der ersten, die da vor diesem türkischen Konsulat standen, weil es direkt praktisch wir die, das austauschen konnten. Und das war natürlich eine wichtige Reaktion. Und das, denke ich, muss man die Vernetzung vorantreiben, die Leute unterstützen und ganz klar, finde ich, jetzt in die Diskussion kommen, wie können wir uns insgesamt politisch äußern gegen diese Polizeieinsätze, gegen die Einschränkung von Grundrechten in Europa. Sonst würde ich nur mal kurz was sagen, wie die EU bisher reagiert hat. Also klar, die EU hat natürlich, die Kritik kommt jetzt stärker und bisher wurde Erdogan immer als der Mann der Demokratisierung und des EU-Beitritts gehandelt. Aber ich möchte mal sagen, also bei uns, die Bundesrepublik ist ja da eher gespalten von den Parteien, war es ja eigentlich so, dass eher, was weiß ich, Rot-Grün, die Linke für den EU-Beitritt der Türkei sich ausgesprochen haben, aktiv. Ja, ich sage ja, also um das mal, und CDU war ja so lala und CSU dagegen. Und natürlich steht dahinter auch eine rassistische Haltung, ja, die sich anti-islamisch und anti-türkisch ist, bei der CSU zum Beispiel, ganz klar. Ja. CDU auch in Teilen. Aber jetzt kommt eben die andere Ebene und die finde ich auch schwierig. Man hat aber sehr schnell gemerkt, dass Erdogan auch der Mann der neoliberalen Politik ist. Ja, das heißt, die massive Privatisierung, wovon auch viele deutsche Firmen verdienen, mit Häfen, die verkauft werden und alle möglichen, das sind ja viele deutsche Firmen, die einen großen, die da großes Kapital sehen im Aufkauf und alle haben die Dollarzeichen oder die Eurozeichen im Auge, das muss man auch klar sagen. In Europa ist Wirtschaftskrise und in der Türkei haben wir Wirtschaftswachstum, das weiterhin boomt. Und das ist natürlich mittlerweile, die CDU schwenkt doch nicht um in der Unterstützung eines EU-Beitritts, weil die plötzlich sagen, ja, wir finden, der Islam gehört zu Deutschland und türkische Migrantinnen sind hier willkommen und kurdische. Die Politik hier hat sich doch nicht geändert. Wir haben immer noch die Optionspflicht, ja, es gibt keine, es gibt nicht die Möglichkeit, zwei Staatsbürgerschaften anzunehmen und so weiter und so weiter. Es gibt doch immer noch eine systematische Diskriminierung der Migrantinnen hier. Das heißt doch, also die Politik, deshalb möchte ich nicht in das Fahrwasser eben kommen. Und jetzt ist es für die Linke nicht so einfach, welche Position wir einnehmen. Weil natürlich haben wir aus anderen Gründen gesagt, wir sind für einen EU-Beitritt der Türkei. Wir haben gesagt, wir wollen damit die rassistischen Motive in Deutschland bekämpfen. Ja? Und wir wollen zeigen, dass wir hier gute Kooperation wollen und dass wir, sagen wir mal, eine EU, eine multinationale, kulturelle, soziale EU wollen. Aber wir erleben doch in der EU der Krise mit der enormen Sparpolitik, die ja die Leute verarmt, diese Verarmungspolitik zugunsten der wenigen Reichen, der großen Konzerne, der Eliten, finde ich, dieses EU-Projekt ist doch ein Projekt der Eliten. Also und der großen Konzerne und Banken, die daran verdienen, so wie die EU konstruiert ist. Ich spreche jetzt nicht von der Idee Europas oder so, sondern von der Europäischen Union, die Verträge, die Kapitalfreiheit über alles stellt.
frei, wo können denn die Menschen frei sich bewegen in Europa? Das ist ständig mit den Problemen, die Flüchtlinge, die Visa haben und so weiter. Die Einzigen, die sich in Europa frei bewegen können, das Einzige ist Kapital. Ja? Und das ist auch so organisiert. Die ersten 5 Grundfreiheiten sind Kapital, Verkehrsfreiheit, Unternehmensansiedlungsfreiheit und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es schwierig, jetzt so unkritisch weiterzumachen und zu sagen, erstens, ein EU-Beitritt ist gewollt. Es geht generell um die EU-Erweiterung. Wir haben auch schon kritisch die anderen Länder diskutiert, weil wir gesagt haben, eigentlich kann man es gar nicht verantworten, in ein neoliberales Projekt das auch noch zu erweitern. Ja, das ist wirklich eine politische, wirtschaftspolitische Einschätzung auch. Aber wir haben immer den EU-Beitritt unterstützt, machen wir die Mehrheit bei der Linken nach wie vor übrigens. Nur haben wir jetzt einen Teil der Leute gesagt, eigentlich ist das eine verrückte Idee. Wir müssen eigentlich dieses Europa von unten aufbauen, das Europa der sozialen Bewegungen, der Gewerkschaften. Und wir müssen uns zusammenschließen, weil das findet doch im Moment statt. Im Moment kämpfen die Gewerkschaften, die Arbeiterinnen, die Arbeiter, die Rentnerinnen, die Erwerbslosen in Athen auf den Straßen, in Madrid auf den Straßen, hier auch, leider nicht so viel, aber auch welche. Ja? Und jetzt sagen wir, irgendwie noch mehr Länder rein in die EU, die dann auch noch weiter ausgebeutet werden. Also ich sage nur, es gibt ja auch Gewerkschaften in der Türkei, die sehen den EU-Beitritt kritisch. Unter arbeitnehmerrechtlichen Fragen und vor allem auch unter Lohnfragen und so weiter. Also ich will das nur mal in den Raum stellen, das können wir hier gerne kritisch diskutieren, weil ich finde, es ist nicht so einfach, da eine gute Position zu entwickeln. Und was ich noch, den letzten Punkt, den ich halt sagen wollte, das sagt die Claudia Roth auch. Die sagt, wenn man jetzt fordert, EU-Verhandlungen aussetzen, fällt man den Aktivistinnen in den Rücken. Wir haben jetzt mit Aktivistinnen gesprochen und da waren die Meinungen unterschiedlich. Die einen haben gesagt, ja, auf alle Fälle weiter verhandeln, Druck auf Erdogan ausüben. Und die anderen haben gesagt, nee, die EU, wir wollen nicht in die EU. Ja, und da gibt es eben unterschiedliche Positionen. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, für die Mehrheit der Aktivistinnen zu sprechen. Das kann ich gar nicht einschätzen. Ich habe solche und solche Meinungen gehört. Und wir haben nur gesagt, es muss ein starkes Zeichen geben, Erdogan gegenüber die Verhandlungen auszusetzen, haben wir gesagt. Auszusetzen, das fordert übrigens jetzt die türkische Gemeinde auch. Türkische Gemeinde in Deutschland. Der Kenan Kolat hat jetzt auch gefordert, Verhandlungen aussetzen, weil man zu den jetzigen Bedingungen eigentlich nicht verhandeln kann, in die nächste Runde gehen kann. Und der Punkt ist halt, klar, die Forderung, man muss die Gesetze, die es gibt, einhalten. Aber wenn gleichzeitig der repressive Unterdrückungsapparat in der Türkei gestärkt wird, mit Waffenlieferungen, mit Ausbildung, mit all dem, dann werden die Gesetze doch nicht gestärkt, sondern der repressive Bereich, der repressive Apparat. Und deshalb finde ich es sehr, sehr schwierig, sag mal, jetzt so weitermachen, wie es bisher läuft. Zumal Sie ja jetzt gerade selber gesagt haben, Erdogan wurde in den letzten Jahren gar nicht kritisiert. Obwohl es da ja auch die ganzen Verhaftungen gab und die Verfolgungen und Leute, die Twitter absetzen, die zu kritisch sind, werden verhaftet. Fasil Say, einer der bekanntesten Komponisten, hat ein Gerichtsverfahren, weil er irgendwie über Twitter, ich weiß nicht, hat er irgendwie was Islamkritisches oder so, sich irgendwie geäußert. Ja? Es gibt jetzt Gesetzgebungen, dass man irgendwie nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen darf oder dass man sich in der Öffentlichkeit überhaupt auch nicht... Gut, das haben wir ja auch. Okay. Okay, also, das haben wir ja hier auch. Also ich sehe hier auch eine schleichende Islamisierung in Deutschland. Nee, okay. Aber sagen wir mal, auch öffentlich Händchen halten und all diese Sachen sollen ja eingeschränkt werden. Dann irgendwie gibt es das Ideal von einer Familie mit 3, soll die Frau 3 Kinder bekommen und so. Also es gibt ja schon, sagen wir mal, das so langsam auch, dass die Institutionen, auch Gerichte und all das, anders besetzt werden. Und da habe ich halt dann, oder zum Beispiel selbst das Militär wurde ja gesäubert, in Anführungszeichen, von Erdogan. Und er hat ja diese Woche, wurde ja angekündigt, dass sie sich auch vorbehalten, das Militär einzusetzen. Und es ist eine Frage, was dann passiert. Also deswegen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie ihr das politisch bewertet, was einen möglichen EU-Beitritt der Türkei angeht. Letzter Satz, was auf alle Fälle unsere Aufgabe hier sein muss, ist gegen jede Form
von Türken, Kurden, Aleviten feindlichen Haltungen, die müssen aktiv bekämpft werden. Also das ist, das finde ich, ist die für uns eine nach wie vor wichtige Aufgabe. Wir hatten ja erst vor 14 Tagen einen Antrag zur Optionspflicht im Bundestag. Ja, und da hat man nach wie vor üble Sachen gehört von CDU und CSU, die sich dagegen ausgesprochen haben, dass es eben die doppelte Mitgliedschaft gibt und damit hier Migrantinnen sich nicht entscheiden müssen mit 18, welche Staatsbürgerschaft sie nehmen, was ja für andere Nationalitäten selbstverständlich ist. Also, es ist möglich mit der USA, mit Israel und sonst wie, also man will es nicht mit der Türkei. Und das muss aktiv bekämpft werden. Und so ein riesen Einkaufspark. Übrigens ist da ja derselbe Konzern, der in Stuttgart 21 ein großes Einkaufszentrum bauen will, der ECE-Konzern, der baut auch in der Türkei jede Menge Einkaufszentren, ja. Auch in Istanbul, aber ich weiß nicht, ob es das im Gezi Park ist, aber der ist an ganz vielen beteiligt, das ist auch interessant. Also auch da gibt es viele, das ist ja der Punkt, die EU führt halt dazu, dass wir eine Konzentration immer mehr des Kapitals auf große Konzerne haben, ja. Und die können europaweit dann Dienstleistungen beliefern, also liefern, die bauen, die machen da die großen Malls und so weiter und so fort. Und zu ganz miesen, schlechten Arbeitsbedingungen, weil sie sich natürlich die Arbeitnehmerinnen auch aus ganz Europa holen. Und das nimmt jetzt zu. Ja, jetzt machen wir einen Vertrag mit spanischen Arbeitslosen, Jugendlichen. Ganz toll. Die Frau von der Leyen verkauft es als die tolle Solidarität. Ja, erst werden die Leute arbeitslos gemacht, erwerbslos über die Politik und dann werden sie als Billiglöhner hierher geholt. Ja? Und das ist doch die Riesensauerei. Und deswegen sage ich, dieses Europa ist pervers. Also das nützt wenigen, das nützt wenigen. Aber natürlich, bitte? Ja. Genau, und sie werden den Spanischen, also die ausgebildeten Leute, wir haben hier Fachkräftemangel, die Firmen weigern sich auszubilden, ist denen zu teuer, und dann nehmen sie gut ausgebildete Leute aus Griechenland, der Türkei und sonst woher, dieses sogenannte Brain Drain. Ja? Und das ist doch eine üble Politik des Kapitals, muss man ganz klar sagen. Und das geht immer weiter voran. Ja, aber Sie haben sich nochmal gemeldet. Okay, gut, okay. Ja, also es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man eine E-Mail-Adresse, also wenn ihr wollt, kann man auch sagen, dass wir im Büro das nochmal die Sachen kopieren und auslegen und dass ihr über E-Mail oder so, für die Interesse haben, sich diese Liste noch schicken lassen oder so. Super. Oder an unser Büro, das kann man auch machen. Wir haben einen Verteiler. Und wer sich noch melden will oder auch mit euch Kontakt aufnehmen will, genau, das habe ich vergessen zu sagen, in Deutschland ein Solidaritätsbündnis gegründet, die jetzt auch, und zum Beispiel der Roman Denter, der dabei war von ATTAC, war auch die Überlegung, ob sie so eine Art Speakers-Tour machen, ob sie Aktivistinnen einladen und mit denen dann durch Deutschland jetzt touren bald, wobei ich sagen muss, die waren im Moment ehrlich gesagt etwas überfordert, ja. Die haben dann, also mit denen wir gesprochen haben, erstmal gesagt, okay, wir fragen mal nach und so, aber die waren auch so überfordert mit der eigenen Situation, was sie machen und wie sie ihre Leute schützen können, dass die jetzt gar nicht so gleich sagten, ja, wir kommen dann nach Deutschland, weil die natürlich vor Ort gebraucht werden, die Leute alle. Tschüss, danke. Ergänzende Frage, ja? Zu der Hilfsaktion. Wäre das auch sinnvoll, Regenjacke zu bringen? Ja, aber das haben Regenjacken und so, das ist schon da. Es ist, ja, es gibt ohne. Nee, das gibt es ja auch vor Ort alles. Das brauchen wir hier nicht. Ich glaube, es geht wirklich gerade um diese Medikamente, die eben dann nicht so, die man nur auf Rezept bekommt. Ja? Das ist halt, das ist schon ein Problem. Und wie gesagt, die Angriffe auf Ärztinnen, auf Helferinnen, Sanitäterinnen, die sind wirklich übel. Und die Leute haben rechtliche Konsequenzen zu erwarten. Deshalb wollen auch die wenigsten so fotografiert werden und so. Weil du einfach, ich habe da jetzt auch nichts in die Richtung überhaupt ins Netz gestellt, ja, weil man einfach mit den Identitäten da wirklich nachguckt und die Leute raussucht und auch dann im Nachhinein verhaftet, ja, und über die Tweets analysiert und die
und Leute verhaftet und so weiter. Ich wollte nur noch einen Satz kurz sagen, Walbruch, weil der Wolfgang gefragt hatte, wieso wird denn über Athen und sonst nicht so berichtet. Da wird ja ansatzweise berichtet, aber nicht viel. Zum Beispiel Spanien war ja Ausnahmezustand über Monate, kam ja bei uns auch fast nichts an. Aber in dem Moment, wo sich der Protest, der da stattfindet, richtet sich ja gegen die EU-Politik in allererster Linie und gegen die Sparpolitik, ja, und gegen diese Krisenpolitik. Und die Medien sind ja Teil hier dieses Systems, die diese Krisenpolitik aktiv verteidigen. Das heißt, da besteht natürlich wenig Interesse, flächendeckend zu berichten. Es kamen auch Berichte, aber was in Spanien alles passiert ist, hat man auch das meiste nur über die sozialen Medien gesehen. Und das kommt natürlich nicht, weil da wendet sich ja gegen die Politik auch von Angela Merkel. Und es wurde schon darüber berichtet, aber natürlich bei weitem nicht in dem Ausmaß wie jetzt in der Türkei, das stimmt. Und da sind die Medien natürlich anders gepolt, das ist klar. Und deshalb ist es wichtig, das immer zu durchbrechen. War hier nochmal, da war noch eine Meldung, gell? Ja, ich hätte nur zu den Beitrittsverhandlungen müsste man vielleicht etwas sagen, die sind an sich ja schon ein Instrument, um neoliberale Unternehmen natürlich durchzusetzen, nicht nur bei der Türkei, sondern auch bei den Türen, sondern auch. Und dann die Ergänzung im Sommer, also Augustgas, meine ich, der hat dieses tolle Konzert, dieses 14-stündige Konzert mitbekommen, das dazu beigetragen hat, dass die Polizei irgendwie nicht eingegriffen hat. Weil ein Pianist, der war glaube ich aus Deutschland oder so, da gespielt hat. So, genau. Ja. Ja, das genau, die Gendarmerie-Force in Europa, das sind ja, vor allem die Länder dabei. Die Deutsche Bahn hat sich ja jetzt auch ohne eine eigene Drohne zugelegt, weil sie die Sprayerrichtung überwachen wollen und so weiter. Also das wird noch viel kommen. Aber ich bedanke mich nochmal für die lange Zuhören auch und die wichtige Diskussion. Ich denke, EU-Beitritt, das ist einfach eine offene Frage. Und übrigens, ich versuche im Moment das so zu sagen, dass es ganz klar, also das deutlich zu machen, dass es nicht gegen die Bevölkerung, die Menschen in der Türkei gerichtet ist, sondern zu sagen, wir müssen wirklich mal überlegen, was wir hier für eine Politik auch von Seiten der EU betreiben. Aber wir haben auch bisher, oder das war ja meine Kollegin, die Sam und ich, ein Aussetzen der Verhandlungen gefordert. Ja, aber eher, um die Demonstrantin zu unterstützen, nicht in den Rücken zu fallen. Und das wäre wirklich... Das ist eine offene Frage, wie man das. Aber wir versuchen das so zu kommunizieren, dass es für die sozialen Bewegungen ist und nicht gegen die Bewegungen gerichtet ist. Ja. Am Samstag gibt es eine Demo. Ach so, ja gut, okay. Ja, das stimmt, das ist jetzt, da muss ich dir Wolfgang recht geben, das ist das schlagendste Argument des Abends. Es wäre ein Gewinn, wir hätten mehr Unterstützung und mehr Leute beim nächsten Blockupy. Also vielen Dank. Das war das beste Argument des Abends. Tschüss.